werde beginnen ein bisschen genereller, als direkt schon so tief rein, weil Google ist mindestens so umfangreich wie Facebook und das in 15 Minuten zu erschlagen wird extrem anstrengend. Deshalb habe ich mich erstmal damit beschäftigt, Google und Local, was ist denn Google überhaupt zu dem Thema? Also erstmal, warum interessiert das Google und wo ist Google jetzt schon im Local? Zwei Worte zu mir. Ich wurde ja eigentlich schon vorgestellt, deshalb können wir es relativ schnell skippen. Ich mache Online-Marketing seit etwas mehr als 12 Jahren jetzt, bin auch verheiratet, spreche auf verschiedensten Veranstaltungen und ja, als Hobby, ich versuche, sieht man mir nicht an, aber für den New York Marathon zu trainieren, da muss man sich entweder einkaufen oder qualifizieren. Ich werde mich wohl einkaufen. Genau, kostet $5,000. Ja, die müssen wir erstmal zusammenkriegen. So, warum? Also, warum Google? Was macht Google und Facebook so erfolgreich? Ich meine, das wissen wir eigentlich alle. Wir geben da meistens jetzt schon sehr viel Geld aus. Der Konsument. Nämlich, der Konsument hat sich bewusst für diese Plattform entschieden. Warum hat er das gemacht? Ja, weil sie entweder qualitativ sind oder weil sie so stark durchdrungen, den Markt so stark durchdrungen haben, dass man nicht mehr drum herum kommt. Also warum ist das so? Naja, Larry und Sergey glaubten mal, haben mal gesagt, ja, die Leute wollen Informationen. Da ist ein Drang nach Informationen und Qualität. Das wollen wir lösen. Die Jungs sind ja auch sehr glücklich damit geworden, glaube ich. Was hat sich Google deshalb auf die Fahne geschrieben? Die wollen die Informationen der Welt für jeden zugänglich machen. Sehr gut. Will der Konsument das denn wirklich? Ich glaube, der Konsument will es einfach nur einfach haben. Ja, dem ist eigentlich egal, ob da Google steht, Facebook steht, Microsoft steht. Hauptsache, er kriegt die Information. Und er kriegt die Information so, wie er sie braucht. Nämlich seiner eigenen Natur entsprechend. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich sage mal, in den vergangenen 10 Jahren, wenn wir so bis 2008 denken, war der einfachste Weg, um an Informationen zu kommen, im Internet suchen. Das hat sich verändert. Seit Facebook und Co. ist der einfachste Weg, um an Informationen zu kommen, der Dialog, nämlich mit seinen eigenen Freunden. So wie wir es jeden Tag machen. Ja. Wie hilft uns das jetzt bei dem Warum? Warum ist Google da? Naja, Google hat versucht, das Leben der Menschen in der Vergangenheit einfacher zu machen. Und das durch Informationen, indem sie die erreichbar machen, über verschiedenste Kanäle. Wenn man sich erinnert daran, als quasi Google angefangen hat, die ersten Bücher zu digitalisieren, was das für ein Aufruhr war. Ja, und eigentlich wollten die ja nur was Gutes tun, dass man schneller an Informationen kommt. Google hat Translate gestartet, sodass ich heute live wenn ich selbst eine chinesische Webseite sehe, kann ich mir die quasi von Google Translate gleich in Deutsch übersetzen lassen. Macht meiner Meinung nach echt kein Schwein außer ein Journalist. Ja, aber ist toll. Man kann theoretisch an jede Information in der ganzen Welt kommen. Was hat das jetzt mit Local zu tun? Naja, auch Local ist einfach, weil es natürlich ist. Das heißt, der Mensch will einfach an Informationen kommen. Und wie macht man das? Man befragt seinen eigenen Kreis an Informationen. Entweder lokal, Freunde, mit denen man gerade zusammensitzt, oder je persönlicher es wird, desto enger wird dieser Kreis. Sehr persönliche Fragen diskutiere ich vielleicht nur mit meinem Partner. Ja? Je genereller die Frage wird, mit Freunden, irgendwann mit Bekannten und mit Leuten, die ich vielleicht nur einmal im Leben gesehen habe. Aber so funktioniert der Mensch. Ja? Er versucht lokal sein Umfeld als Informationsquelle zu benutzen. Erst wenn ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskenne und weiß, naja, der Simon ist mein Facebook-Mann, den würde ich sofort anrufen, wenn ich eine Facebook-Frage habe. Aber wenn ich den Simon nicht kennen würde, würde ich zu Google gehen und mich über Facebook schlau machen. Ja, das heißt, die Technologie ist eigentlich die letzte Wahl. Nur bisher war die Technologie suchen der einzige Weg, wie wir an Informationen schnell und digital gekommen sind. Zudem beschäftigen wir uns generell als Mensch mit Dingen, die physisch nah an uns dran sind, eher als mit Dingen, die physisch weiter weg sind. Bestes Beispiel von Gutenberg und Gaddafi. Ja, denke ich mir auch, das kann nicht sein. Das heißt, die Leute interessieren sich in Deutschland mehr über diese ganze Zu-Gutenberg-Geschichte, als sie sich über den Aufruhr zu Gaddafi. Ich glaube, ich habe mehr Headlines dazu gelesen, als eigentlich zu der ganzen Geschichte, die in Libyen passiert. Das bedeutet, die Leute ticken einfach so. Die Leute ticken, dass sie gewohnt waren, Informationen auf Knopfdruck zu bekommen und jetzt verstehen, ich kann eigentlich mich lokal direkt im Dialog befinden mit meinen Freunden. Das haben die Jungs von Google gut gemacht. Ich komme gleich noch mal zu, was die ein bisschen verpasst haben. Wir priorisieren lokale und soziale Themen stärker als eben nicht lokale und soziale Themen. Wir bündeln Informationen durch Knotenpunkte und die nennen wir heute Social Hubs. Auf Neudeutsch. Ja. So, warum ist Local also wichtig für Google? Weil es in der Natur des Menschen liegt. Es geht gar kein Weg dran vorbei. Solange wie die Technik nicht da war, haben die Leute gesucht. Jetzt ist die Technik da, dass man lokal agieren kann, lokaler werden kann, sozialer werden kann. Also wird der Mensch das machen. Das ist völlig normal. So. Die Kombination oder die Zukunft ist quasi also eine Kombination aus lokalen Informationen und sozialen Informationen. Das wurde jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Fazit zu dem Warum. Der Kunde ist König. Der Konsument entscheidet. Der Konsument bestimmt
durch seine soziale Natur, welche Technologie sich durchsetzen wird oder welche Art von Technologie oder Service oder Software sich so durchsetzen wird. Weil die Technologie versucht immer, die Natur des Menschen möglichst gut zu kopieren, soweit wie der Wissensstand in dem Moment ist. Und das bedeutet für mich, Social und Local ist absolut die Zukunft, weil genau so agiert jeder Mensch. So, wo ist Google da jetzt aktiv? Welche Rolle spielt Google im Thema Local? Wo positioniert sich Google mit seinen Produkten? Also wichtig ist, dass man einmal lernt, Google ist nicht für die Bespaßung der Weltbevölkerung da. Ja? Die sind zur Bespaßung der eigenen Shareholder da. Es ist ein Unternehmen, das muss Geld verdienen. Und die Frage kommt ja auch immer, wann verdient Facebook denn Geld damit? Wann verdient Foursquare denn Geld damit? Das ist alles gemacht worden, um Geld damit zu verdienen. Es sind Unternehmen, die sind gelistet. Die haben nur den großen Vorteil, anders als BP, als der Ölkonzern, es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Tanken tun wir ungern, kostet Geld. Aber mit Google umgehen, mit Foursquare umgehen, mit Facebook umgehen, macht Spaß. Das ist der große Vorteil dieser Unternehmen. Das heißt, sich damit zu beschäftigen, macht Spaß. Ich habe Google gefragt vor 2 Tagen, gib mir alles, was ihr zu Local habt. Alles, ich will alles haben. Ich habe 60 Megabyte an E-Mails gekriegt von denen, mit allen möglichen Dokumenten, teilweise confidential, teilweise nicht. Ich habe mal einfach ein bisschen was rauskopiert. Und wo aber der Fokus lag, in allen Dokumenten, die mir geschickt haben, ich habe gesagt, schick mir alles zu Latitude, alles zu Hotpot, alles, was ihr habt zu Local, Maps und so weiter. Und was haben Sie, wo haben Sie mir das meiste geschickt? Wie man das vermarktet. Ja. Wie kann ich lokal eigentlich vermarkten? Und da habe ich jetzt mal ich habe, wie gesagt, 60 Megabyte an Daten, wenn jemand das interessiert, solange wie es nicht irgendwie unter NDA ist, kann ich das gerne mal rumschicken. Das ist echt super spannend, was die da machen, auch mit Case Studies, das kann ich heute alles gar nicht machen. Aber der Fokus liegt bei Google, wie verdiene ich damit Geld? Ja, das hat man relativ schnell gemerkt. Google weiß heute schon, jeder Fünfte, der eine Desktop-Suche macht, ist eine lokale Suche. Da ist ein lokaler Aspekt drin, entweder im Keyword oder sogar schon in dem Aspekt, dass er irgendwie versucht, lokal zu targeten. Dann jede dritte mobile Suche hat auch einen lokalen Fokus. Das war vor ein paar Monaten noch nicht so der Fall, vor ein paar Jahren vielmehr. Google ist heute schon einer der wichtigsten Anlaufstellen, wenn wir an Local denken. Ja, sie sind einmal jetzt schon der größte Routendienst in der Welt. Das war mal anders, das war mal Falke, glaube ich, habe ich früher mal benutzt. Ja, heute denke ich gar nicht mehr an Falke, sondern ich benutze nur noch Maps. Ich benutze Maps auf dem iPhone, ich benutze Maps auf dem Desktop. Ich drucke mir den Kram auch nicht mehr aus, weil ich ja weiß, auf dem iPhone kann ich sofort wieder gucken, wo ich bin. Sie sind mit Street View in 21 Ländern unterwegs. Ich will keine Werbung für Google machen. Ich bin ja eigentlich eher ein Google-Hasser, aber da komme ich später nochmal zu. Aber sie sind einfach extrem stark. Sie sind unglaublich stark. Sie haben mir gesagt, irgendwie 20 Millionen verschiedene Karten wurden von Usern kreiert, kombiniert mit lokalen Aspekten, mit individuellen Wünschen und so weiter. Und über 4 Millionen Businesses nutzen schon Google Places. Ich kannte Google Places bis vor ein paar Monaten gar nicht. Das ist unglaublich. So, ich habe einfach noch ein paar Daten mitgebracht, das wissen wir alle schon. 2/3 der Menschen besitzen heutzutage einen Mobilfunkvertrag. Ja, jeder fünfte US-Amerikaner hat ein Smartphone. Hier in Deutschland ist es ja fast, naja, jeder dritte, richtig? Ja, oder jeder zweite. 200.000 Android-Handys werden jeden Tag verschickt. Ja, das ist unglaublich. Das ist gar nicht mehr die Frage, wo es hingeht. Es ist klar, dass es mobil wird. Und es ist klar, dass es lokal wird. Google versucht dann einen Kreis zu machen. Die versuchen immer dann da zu sein, wenn man irgendeine Information haben will. Ja? Wenn man nach einer Information sucht. Aber ich glaube ja, die Zukunft liegt nicht im Suchen, sondern im Dialog. Ne? So, Google hat dann auch ganz toll, was ist unsere lokale Vision fürs lokale Advertising und sowas, haben die auch alles super Charts zugebaut, die ich auch einfach mal, wie gesagt, reinkopiert habe. Sie wünschen sich einfach, dass man immer on ist. Das sind wir sowieso eigentlich schon fast immer, außer wir haben die fiesen Funklöcher. Und Eric Schmidt hat ja gesagt, Mobile First. Google weiß schon lange, dass jedes Produkt, was rauskommt bei Google, muss sofort mobilefähig sein. Es darf kein Produkt mehr rauskommen, was nicht mobilfähig ist. Weil die wissen, das hattest du vorhin gesagt, es gibt schon bald mehr Smartphones, als es Rechner gibt. Zumindest werden jetzt mehr gekauft. So, und Google möchte jetzt schauen, wie mache ich den Advertisern das möglich, wie mache ich es möglich, dass die werben können und wie bringe ich die Leute am Ende in den Shop und wie kann ich das messen. Genau. Ich habe jetzt schon einige Beispiele gemacht, aber natürlich kennt jetzt jeder schon Google Maps. Das ist, glaube ich, schon fast normal. Dann die Kombination aus Product Pages und Maps. Ich sehe quasi, wenn ich nach einem Produkt gesucht habe, gleich in welchen Stores in meiner Umgebung kann ich das finden. Das ist alles IP-Regio getargetet. Das kann ich sogar alles einstellen in Google. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich auskennen, aber ich kann in Google hingehen und quasi Straßenzüge targeten, wenn ich Werbung mache. Ja, im sogenannten Shape-Targeting. Das Ganze geht dann auch mobile, das geht in der Produktsuche, das hatte ich schon gesagt. Das haben wir eigentlich auch schon durch. Ich habe noch Mockups bei. Das ist das, wo Google dran denkt. Also wo Google sagt, da müssen wir demnächst hin. Ja. Bedeutet, man sucht etwas,
Local Store in St. Joe's und dann kriege ich entsprechend auch noch irgendwelche Deals dazu. Also das ist jetzt ein Mockup, das existiert angeblich so noch nicht, aber das ist das, wie Sie sich das vorstellen. Ja, dass man die lokalen Suchergebnisse hat, quasi in den Sitelinks, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, wo ist denn der? Ja, das, in den Sitelinks darunter kann man dann quasi den Deal haben, man kann bestimmte Unterkategorien haben und kommt dann auf das entsprechende Offer und kann auch gleich einen Google-Deal oder sowas machen. Genau. Oder man kann einfach sagen, ich will ein bestimmtes Produkt in meiner Nähe haben, ob jetzt jemand echt nach einem Toaster sucht. Ich meine, den weiß man, glaube ich, wo man den kauft, aber Sinn macht das trotzdem. Und sie erweitern ja diese Werbeergebnisse ständig durch neue Funktionen. Sie sehen so ein kleines Plus davor, können Sie aufklappen, ist eine Karte drin. Können Sie aufklappen, sind Produktbilder drin. Können Sie aufklappen, ist ein Coupon drin. Können Sie aufklappen, ist ein Click-to-Call drin, dass Sie quasi gleich vom Mobilendgerät draufdrücken können und anrufen können, den Store. Ich habe hier ein Beispiel, das kannte ich auch noch nicht, das haben die mir auch geschickt. Klassische Situation, man sucht ein Restaurant in Barcelona. Ich meine, jetzt bin ich nicht so oft in Barcelona, könnte auch in Nürnberg sein. Und was habe ich hier? Von einem Freund bewertet. Der ist nämlich bei Latitude mein Kumpel und der sagt, super Essen. Ja? Das heißt jetzt schon die Kombination aus Suchergebnis und der Meinung einer bestimmten Person, weil die haben ja alle 5 Sterne oder 4. Da weiß ich jetzt gar nicht, ja, der hat 74, der hat 62 Reviews. Welcher ist denn jetzt der Beste? Aber wenn da nur ein Kumpel vor mir steht, dann glaube ich dem, anstatt den ganzen 70 Leuten, die sonst bewertet haben. Sehr spannend. So sieht eine typische Places-Seite aus. Richtig, Places-Seite, genau. Maps-Places-Seite aus. Ohne Ende Informationen, die man idealerweise auch wieder dadurch filtert. Und da muss Google hin oder will Google hin, durch den Daumen von seinem Kumpel. Weil ich habe doch gar nicht die Zeit. Wenn ich ein Hotel in Hamburg suche, nehme ich mir die Zeit, mir das alles anzugucken, tue ich eigentlich nicht. Sondern ich will am liebsten eine schnelle Entscheidung haben. Und die gibt mir idealerweise mein soziales Netzwerk. Und da hilft bei Google einfach Latitude. Latitude, das wurde jetzt schon vorgestellt, ist nichts anderes wie eigentlich in Foursquare, wie in Google Places. Und da kann ich genau sehen, wo meine Freunde sind. Das treiben die nur noch mal ein bisschen ins Extremere, weil sie eben erstmal über Android ein Betriebssystem haben, was sie sehr schön damit verknüpfen können. Zweitens auch Sachen wie Google Talk haben, Gmail haben. Das ist nochmal ein ganzes, ich glaube, das ist von der, wie soll ich sagen, von der Tiefe, wie sich Google in den Konsumenten reingegraben hat, nochmal eine andere Dimension, wenn man jetzt mal von dem Datenschutzthema und der Menge an Informationen, die man Facebook so gibt, absieht. So, bei Latitude, ich erkläre gleich mal, warum Latitude für Google so wichtig ist, aber bei Latitude kriege ich eine Menge Informationen auch, die ich jetzt wieder als Vielflieger sehr spannend finde. Wie viele Meilen bin ich denn so gereist, ja? Und wie viel Zeit habe ich denn zum Beispiel zu Hause verbracht und auf der Arbeit? Das kann eigentlich nur ein Google-Entwickler sein, ja? Time spent at work ist grün, time spent at home ist hier und time spent out ist da. Also sehr geil, das hätte ich auch gerne, genau. Was ich sagen will ist, es gibt 2 Strategien bei Google. Das eine ist Mobile First und das zweite ist Always On. Das sind die Sachen, an die Google glaubt. Und das zeigen sie eigentlich auch jetzt mit jeder neuen Applikation, die sie bringen. Das sind jetzt alles mobile Applikationen, aber die kennen sie alle auch vom Desktop. Alles, was sie rausbringen, ist mindestens mobil, wenn nicht sogar lokal. Ja. So, Häkchen dran. Google weiß, was die tun. Die haben einen klaren Plan. Warum ist das so? Was lernen wir über Google? Eigentlich spielt es keine Rolle, welche Technologie es ist, welche neue App es ist, welche Software es ist. Am Ende muss es dem Konsumenten gefallen. Am Ende entscheidet der Konsument, was er will. Deshalb ist Foursquare heute stark, weil bisher andere es nicht so in der Art hingekriegt haben, Leute zu incentivieren, sich ständig einzulocken. Ja? Und die Einzigen, die das Potenzial haben, das abzulösen, ist Facebook, weil sie einfach so gigantisch groß sind. Das hatte Simon vorhin gesagt. So, wir erwarten in Zukunft, dass wir von Google die Sachen vorgefiltert bekommen. Wir erwarten, dass wir Daten vorgefiltert bekommen. Ich bin jetzt auch gleich durch. Google will am Ende das Gleiche wie Facebook. Die wollen Aufmerksamkeit von Konsumenten, das nennt man im Neudeutsch Stickiness. Die wollen, dass der User auf der Plattform bleibt, damit sie da Werbung machen können. Google hat die User und die Suche und Facebook hat die Daten und die Stickiness. Extrem spannende Kombination. Der Kampf findet am Ende im Local statt und im Mobile und ich glaube, der Kampf findet vor allen Dingen um den Mittelstand statt, wenn wir über die Werbetreibenden reden. Weil Google schon seit langem sagt, wir wollen in den Mittelstand, wir wollen die kleinen Businesses haben, weil da liegt unglaublich viel Geld. Sie haben schon Coca-Cola als Kunden, Mercedes als Kunden, die geben alle schon Millionen aus. Die nächste Stufe für Google als Unternehmen ist den Mittelstand. Deshalb unterstützen sie zum Beispiel Dienstleister, die Kleinkunden betreuen mit bis zu 50% Rabatt. Einfach, weil sie wissen, sie wollen die gelben Seiten von morgen sein. So, damit bin ich eigentlich jetzt auch schon durch.
Das war extrem viel Information. Ich habe noch viel, viel mehr. Das heißt, wer möchte, dem kann ich die Präsentation gerne zur Verfügung stellen. Das sind jetzt einfach nur ein paar YouTube-Videos und ein paar mehr weiterführende Links. Und ich habe auch noch ein paar Präsentationen, die ich sonst anbieten kann. Alles klar. Danke.